mich an dieser Stelle nicht zu Ihrer Vermutung äußern, was die Lehrer angeht, die aus der Türkei hier eingesetzt werden. Nee. Dazu kenne ich den Hintergrund zu wenig. Das, was Sie angedeutet haben, ist natürlich auch in meine Ohren gedrungen, aber ich kann es fairerweise nicht beurteilen. Sie haben die interkulturelle Kompetenz angesprochen und der Herr Schäfer hat eben gefragt, was machen wir denn in Wetzlar? Und ich denke genau da, und die Frau Schermbach wird dazu was sagen können vielleicht, ist ein Schwerpunkt dieser Modellregion Integration, dass wir interkulturelle Kompetenz stärken. Das heißt, den Umgang aller mit allen, also aller Wetzlarer mit allen, die hier in Wetzlar wohnen, gleichberechtigter Umgang, Verstehen des anderen, Verstehen der Kultur des anderen. So und so. Das ist das, was eigentlich interkulturelle Kompetenz meint. Zum Ganztag. Es gibt in Hessen drei verschiedene Modelle, die alle Ganztag heißen. Die einfachste Variante ist die sogenannte pädagogische Mittagsbetreuung. Dann sind Kinder an zwei oder drei Tagen nach der Schule und nach einem Mittagessen noch eine gewisse Zeit in der Schule und können dort Hausaufgaben machen, bekommen Arbeitsgemeinschaften angeboten. Das ist im Prinzip das, was die Geschwister-Scholl-Schule macht. Dafür gibt es nicht so fürchterlich viel Zusatzpersonal. Die zweite Möglichkeit ist Ganztagsschule in offener Form. Das heißt, nach dem Unterricht findet Mittagessen statt und im Nachmittag gibt es auch Pflichtunterricht. Das wäre so eine Variante, wie Sie sie vorgeschlagen haben, Herr Aslan, dass der herkunftssprachliche Unterricht auch am Nachmittag stattfinden kann, parallel zu anderen Angeboten. Die dritte Form ist die Ganztagsschule in gebundener Form. Das heißt, für alle Schüler ist Montag bis Donnerstag Unterricht am Vormittag und am Nachmittag. Dazwischen ist Mittagessen, dazwischen sind Arbeitsgemeinschaften. Das gibt es bei uns eigentlich nur an den Förderschulen. Die August-Bebel-Schule hat so eine Mischform. Sie führt in jedem Jahrgang eine Klasse als Ganztagsschule in gebundener Form. Das heißt, für eine Klasse in der 5, 6, 7, 8, 9 ist Ganztagsbetrieb bis mittags um 3:30 oder 4. Und sie versuchen im Augenblick das zu erweitern, aber sie bekommen insgesamt nur 3 weitere Lehrerstellen an der August-Bebel-Schule für den Ganztagsbetrieb. Damit kann man keine großen Sprünge machen. Sie bekommen auch Geld, mit dem Sie dann Trainer bezahlen können oder Musiklehrer bezahlen können, die Arbeitsgemeinschaften an. Das Land Hessen ist stolz darauf, dass im Augenblick unter den 3 verschiedenen Formen von Ganztag insgesamt schon 60% aller Schulen erfasst sind. Aber das kostet natürlich auch ordentlich Geld. Wenn Sie wissen, dass eine Lehrerplanstelle im Jahr etwa 60.000 Euro kostet, dann können Sie sehen, was zum Beispiel die 5 Stellen zusätzlich an der Geschwister-Scholl-Schule zur Förderung von Kindern mit Migrationshintergrund alleine kosten. Das sind 300.000 Euro, die zusätzlich an diese Schule fließen, nur zur Förderung von Kindern mit Migrationshintergrund. Und jetzt komme ich auf Ihre Frage, wenn es ums Geld geht. Das mag man im Lahn-Dill-Kreis, im Kreis Limburg-Weilburg, das ist ein Schulamt, ich habe 14 Stellen für den herkunftssprachlichen Unterricht. In Hessen sind es etwas mehr als 200. Und jetzt rechnen Sie das einfach aus. Wenn die Republik Türkei bereit wäre, das Geld zu geben, dann würde das Land Hessen sich vielleicht überzeugen lassen. Aber die Republik Türkei macht aus ganz bestimmten Gründen von dem Angebot Gebrauch, Herkunftssprachenlehrer zu schicken. Das kann ich nicht lösen. Sie können es vielleicht über Ihre Interessenverbände, über Ihre Vereine zumindest ansprechen. Ja. Die Abschlüsse, Herr Pohler, das kann ich nur ganz allgemein unterstützen. Die PISA-Studie hat ja gezeigt, dass Kinder mit Migrationshintergrund in Deutschland eher schlechte Chancen zur Erreichung hochwertiger Schulabschlüsse haben. Und man versucht seitdem, den Kindern mit Migrationshintergrund, gleich welcher Nationalität, durch ein verbessertes Deutschangebot den Schulerfolg zu ermöglichen.
Und auch da gehen schon die Kinder in Zusatzkurse, die auch zum Teil am frühen Nachmittag angeboten werden. Denn was nützt es, Kinder aus dem Deutschunterricht rauszunehmen und ihnen in einem getrennten Kurs Deutsch zu zeigen, Deutsch beizubringen, wenn sie den Unterrichtsstoff versäumen, den die deutschen Kinder in der gleichen Zeit lernen? Das ist eine ganz schwierige Sache und ich sehe die Benachteiligung, die Sie auch sehen, wenn Kinder mit nicht deutscher Herkunftssprache sowohl die deutsche Sprache noch besser lernen sollen in der Schule, als auch noch ihre Herkunftssprache lernen. Dann sind Kinder, und Kinder sind Kinder, die wollen spielen, die wollen Sport machen, überfordert. Und das führt dann vielleicht auch dazu, dass es weniger Empfehlungen für höherwertige Bildungsgänge gibt, als bei Kindern mit deutscher Muttersprache. Das kann ich nur vermuten. Die 33, die Sie befragt haben, sind sicherlich eine Momentaufnahme und keine repräsentative Untersuchung, aber grundsätzlich hat PISA genau das bestätigt, was Sie gesagt haben. Wenn dann Islamunterricht kommt, dann wird dieser Islamunterricht parallel zu evangelischer, katholischer und Ethik sein. Das heißt, da kommt nicht mehr dazu, sondern dann gibt es nicht nur drei Wahlen in den Schulen, sondern immer in der vierten Stunde werden alle vier Angebote gemacht. Nur, Sie wissen, solange es keine einheitliche Kirche, keine einheitliche Religionsgemeinschaft islamisch in Hessen gibt, kann kein Staatsvertrag abgeschlossen werden über Religionsunterricht, islamischen Religionsunterricht in der hessischen Schule. In Niedersachsen hat man das versucht ohne Staatsvertrag und das ist nicht so besonders gut gegangen. Und unser hessischer Staatssekretär Brockmann war derjenige, der in Niedersachsen das eingeführt und umgesetzt hat. Und er sollte es eigentlich auch in Hessen tun, aber er ist eben in den Verhandlungen mit den verschiedenen Glaubensrichtungen nicht weitergekommen. Man könnte auch das alles, die ganzen Religionen durch Ethik ersetzen. Das wäre ja auch nochmal ein Gedanke. Also dann glaube ich mal, dass die evangelische Kirche dagegen ist, die katholische Kirche, ja, gut, das die mag ja sein. Leute mit islamischen ja Bekenntnis genauso sagen, das wollen wir nicht. Das mag ja möglich sein. Ja. Also es gibt einen Staatsvertrag zwischen den Kirchen und dem Land Hessen. Der ist ja aus dem Konkordat entstanden, dass die Kirchen die Möglichkeit bekommen, in den hessischen Schulen Religionsunterricht nach ihren Vorstellungen zu erteilen. Genau das will man für Menschen islamischen Glaubens auch einrichten. Aber solange es drei, vier, fünf verschiedene Richtungen gibt in diesem Glauben, kann man keinen einheitlichen Vertrag abschließen. Wald Birnes, ich will die Antwort nicht schuldig bleiben. Sie haben die Antwort schon ein Stück selbst gegeben. Die Zahl von Kindern mit türkischen Wurzeln in Bad Girmes ist eher gering gewesen in den zurückliegenden Jahren. Und ich muss mindestens eine Lerngruppe von 10 Kindern haben, damit ich herkunftssprachlichen Unterricht anbieten kann. Wenn Sie mir jetzt sagen, wir haben 10 Eltern, die sagen, wir möchten das haben, will ich das gerne für 2012 prüfen, ob wir einen Lehrer von denen, die wir noch haben, auch nach Bad Girmes schicken können. Und dann hätte ich gerne ja. Gut. 06471. Ich kann dir das nachher. Ja, also das ist immer eine Sache von Angebot und Nachfrage, was ich eben auf die Eingangsfragestellung von Herrn Cimarotto gesagt habe, war ja auch, dass Eltern in manchen Regionen ihre Kinder gar nicht mehr in den Herkunftssprachunterricht schicken. Und die Kinder dann sagen, habe ich keinen Bock drauf. Gibt keine Note, muss ich nicht hin, mache ich lieber was anderes. Das gibt es eben auch. Und von daher werden manchmal solche Stunden auch frei. Wenn es in einem Ort dann vielleicht nur noch 2 oder 3 Kinder gibt, dann haben die keinen Anspruch mehr. Und wenn in einem anderen Ort dann die Zahl gestiegen ist von Eltern, die ihre Kinder regelmäßig hinschicken wollen, dann ändern wir die Organisation. Ethik in der Grundschule, auch das hatten Sie angesprochen, ist noch eine schwierige Geschichte. In den Sekundarstufenschulen haben wir das flächendeckend, in Grundschulen noch nicht immer, aus dem gleichen Grund. Die eine Hälfte ist katholisch, die andere evangelisch, oder sagen wir 45% so, 45% so,
5% gehört gar keine Religion an und jetzt haben wir noch 5% Muslime. Ja, und für die Ethikunterricht anzubieten, ist dann schwierig, weil das nur eine Handvoll Kinder ist. Und wir brauchen für eine Lerngruppe eigentlich in der Grundschule immer 13 Kinder. Nur wenn die Kirche es bezahlt, zusätzlich bezahlt, da gibt es einen sogenannten Minderheitenreligionsunterricht. Aber den bezahlt dann nicht das Land Hessen, sondern bezahlt die jeweilige Kirche. Soweit.